Hallo Leute und willkommen hier bei Me Uppercat. Das hier ist kein bionischer Käfer auf der Flucht. Nein, es ist ein Massagegerät. Ich schalte es mal eben aus, denn ich fand das hier so skurril und interessant, dass ich euch das mal zeigen und vor allem ich wollte es auch ausprobieren. Also euch zeigen wollte und ausprobieren wollte. Es kommt von der Firma Mountrax. Die kennt man schon, also ich zumindest. Ich habe von denen ein Fußmassagegerät, das meine Freundin liebt. Kann ich echt nur empfehlen. Habe ich auch hier schon getestet. Links unten in der Videobeschreibung. Dort ist die Playlist Gesundheitsgadgets. Und das hier ist eben ein 5-in-1 Smart Massager. So heißt das Teil hier nämlich. Und ihr seht, hier steht schon Scalp and Facial Massage, also Kopfhaut- und Gesichtsmassage mit Vibration und Heizung. Und oh, ich zeig's euch. Es kann viel, manches echt gut, anderes eher so, naja, ein Gimmick in meinen Augen. Also ihr seht schon mal die Form. Es ist wirklich ein Handschmeichler. Ne? Man hält es dann so in der Hand. Das ist echt sehr, sehr angenehm. Designmäßig gefällt es mir auch ausgesprochen gut. Wir haben die Bedienteile oder die Bedienknöpfe hier vorne. Dort haben wir einmal einen Power-Switch, wo man Verschiedenes einstellen kann und einen Heating-Switch. Auch hier kann man Verschiedenes einstellen, dazu gleich. Unten drunter sehen wir einmal, was ist hier? Ja, da kommt Rotlicht raus, Infrarotlicht. Und hier haben wir diese Massageaufsätze, das wie so kleine, ja, wie so kleine Gummikämme ist. Oder die sind wie so kleine Gummikämme und die kann man auch einfach so abstöpseln. Da könnt ihr das sehen. Ne? Und die kann man auch austauschen. Denn praktischerweise, wenn die mal verschlissen sind, gibt es 4 Stück hier noch mit in der Packung dabei, dass man dort nochmal das Ganze direkt erneuern kann. Und draufstöpseln geht genauso einfach. Draufstecken, fertig und los kann es gehen. Jetzt haben wir noch einen Anschluss, das ist der hintere hier und das ist der Ladeanschluss und der ist richtig toll, finde ich auf jeden Fall. Ich liebe solche magnetischen Geschichten. Hier ist der eigentliche Ladestecker und der geht einfach so dran. Ja, die andere Seite ist USB und dann kann man das aufladen und das aufgeladen wird, sieht man dann hier vorne anhand der LEDs. Und das Coole ist auch noch, da haben sie echt ein bisschen was zu Ende gedacht. Es gibt hier noch diese kleine, naja, ich sag mal, Schlafkoje für unseren hyperaktiven kleinen Käfer. Da kann man ihn also so reinsetzen oder auch zum Trocknen reinsetzen quasi, denn ihr könnt den unter der Dusche benutzen. IPX7, ne, den kann man unter der Dusche nutzen, dann einfach hier reinsetzen. Ihr seht, dann können hier die Füßchen abtropfen zum Beispiel. Er kann aber auch hier drin geladen werden. Da unten ist eine Aussparung für den Ladestecker. Also richtig durchdacht, finde ich gut. Und ja, jetzt zeige ich euch mal die verschiedenen Funktionen. Funktion Nummer 1, wir schalten ihn ein, halten dafür einfach den Knopf, hier den Power-Button etwas länger gedrückt. Und los geht das Ganze und ihr seht schon, wie hier die Massagefunktion ist. Es dreht sich im Kreis, im Kreis, im Kreis. Das ist die langsame Variante. Durch erneutes Drücken dieses Knopfes wird es dann etwas schneller. Und wer die Abwechslung liebt, der drückt noch einmal. Dann wechselt es nämlich immer zwischen schnell und langsam. Jetzt ist langsam und jetzt geht es etwas schneller. Also das ist einmal die Funktion und die ist angenehm. Ich zeige euch das jetzt nur mal hier auf meiner Hand. Also das ist echt, echt ein, ja, oh, ein sehr angenehmes Gefühl. Ihr könnt das nutzen, wo ihr wollt. Das ist eigentlich auch gedacht, dass ihr unter der Dusche euch das aufs Gesicht packen könnt, um eben euer Gesicht zu reinigen, die Poren zu reinigen unter der Dusche zum Beispiel. Ne, dafür kann man das nutzen. Ja, habe ich jetzt eher weniger getan, aber wofür ich das echt genutzt habe, ich habe das zum Beispiel an der Schläfe oder auch auf dem Kopf, auf der Kopfhaut angewendet, da ist das super angenehm. Ihr könnt es aber auch an den Armen, am Bauch, an den Beinen machen, egal wo. Probiert es einfach aus, wo es euch was Gutes tut. Dort könnt ihr das hier ansetzen. Da kann man ja eigentlich nichts verkehrt machen. Aber bleiben wir mal beim Thema Kopf. Ihr seht hier das Infrarotlicht, das ist jetzt in meinen Augen ein Gimmick. Laut Anleitung soll das das Haarwachstum anregen, wenn ihr das dann eben so auf der Kopfhaut benutzt, dadurch, dass dann noch so ein bisschen infrarotes Licht auf die Birne geschieden wird oder gestrahlt wird. Nun gut, davon kann man halten, was man möchte. Man kann es aber auch einfach ausschalten. Ja, doppelklicken hier vorne auf den zweiten Knopf. Dadurch schaltet man eben hier das Infrarotlicht an und auch wieder aus. Ich lasse es mal an, sieht interessanter aus. Also wir können ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer oder abwechselnd hier massieren. Wir können das infrarote Licht einschalten. Wir können nochmal durch einfaches Drücken hier
eine Vibration aktivieren. Das ist jetzt natürlich schwer euch zu zeigen, aber dann vibriert hier das ganze Gerät noch. Auch das, sage ich mal, eher ein Gimmick, angenehm für die Hand. Ich glaube, man kann es auch ganz gut hören. So auf der Kopfhaut und auf dem Gesicht kommt da eher weniger an durch die Gummiponöpel hier. Aber naja, ist nun mal mit dabei. Man kann aber auch noch Folgendes tun. Ich schalte es mal wieder aus. Wenn ich hier gedrückt halte, dann leuchtet hier was rot. Und das heißt, die Heizfunktion ist aktiviert. Dann wird hier die ganze Oberfläche schön aufgewärmt. Ist dafür gedacht, Moment, ich mache hier mal aus, dass man das ja so ähnlich wie so eine Hot Stone Massage dann eben nutzen kann durch diese aufgeheizte Oberfläche. Ich finde es aber auch gut, wenn man gerade jetzt im Winter öfters mal die Hände kalt hat und man massiert sich dann gerne, dann kriegt man auch hier die Pfötchen dabei schön warm. Ja, also das sind die ganzen Funktionen. Massieren, Rotlicht, Wärme und Vibration, alles in einem. Jetzt kommt die große Frage, taugt das was? Ist das angenehm oder kann das weg? Also in meinen Augen muss es nicht weg. Es läuft auch nicht weg, wie ihr seht. Denn das macht durchaus Sinn. Es ist echt, echt angenehm, das Ganze auf der Kopfhaut zu benutzen. Da kriegt man eine schöne Massage oder auch so im Nacken habe ich das sehr gerne benutzt. Da ist das echt sehr entspannend, wie das hier so schön den Nacken massieren kann zum Beispiel. Auf der Gesichtshaut, ja, kann man es natürlich auch nutzen. Auch da ist es nicht unangenehm. Nee, also ich finde, das Ding hat schon seine Daseinsberechtigung. Wenn auch, ich sag mal, ich unterteile mal so, die reine Massagefunktion der Gummifüßchen hier, die ist echt gut. Das Rotlicht, das ist in meinen Augen Marketing-Gag, einfach nur, dass noch was dabei ist. Dann die Heizfunktion, sehr angenehm, ja, also das wird wirklich schön warm, dann besonders so hier in dem vorderen Bereich, finde ich gut. Vibration ist wiederum so, naja, so lala, also gute Heizung, gute Massage und eine echt angenehme Möglichkeit, wie man auch mal noch ein bisschen mehr Entspannung in den Alltag bringen kann. Und nicht allzu letzt zu erwähnen, der Ladeanschluss, der ist genial, da geht es automatisch aus. Also eine durchaus interessante Geschichte, das Ganze hier. Kostet 45 Euro roundabout, so bei Amazon. Ich verlinke es euch wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Wer nach sowas sucht, auch zum Gesicht reinigen zum Beispiel unter der Dusche, ne? Einfach mal ausprobieren. Ich habe gedacht, das hier ist irgendwie ein echt stranges Teil, habe mir nicht viel von erwartet und war dann bei der ersten Nutzung doch überrascht, wie angenehm das ist. Ja, trotz Gimmicks, die man gerne hätte weglassen können in meinen Augen, ist das hier ein interessantes 5-in-1 Massagegerät. 3-in-1 hätte für meinen Fall gereicht, aber macht euch selber ein Bild. Packt euch den Kollegen mal irgendwo hin, wo es euch gut tut. Nacken, Kopfhaut, Bauch, Arme, Beine oder auch Gesicht. Und probiert mal aus, ob euch der ein bisschen mehr Entspannung in den Alltag bringt. Ja, also ich find's gut. Doch, doch. Ich habe jetzt, glaube ich, genug gesagt. Und ist ein interessantes Teil. Das Design ist echt so schön. Ich würde mir fast noch wünschen, ich könnte den fernsteuern und er wird hier ein bisschen rumlaufen. Also, das wäre es gewesen. Links in der Videobeschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut. So, jetzt noch ein bisschen massieren.